Hallo, ich bin Jenny und ich hatte das große Glück, im letzten Jahr Assistentin bei Yashodhara's Lakshmi Retreat sein zu dürfen und mag mit euch gerne ein bisschen Honig teilen, was ich damals aus diesem wunderschönen Retreat mitgenommen habe. Und ich habe gerade nochmal zurückgedacht und das, was mir am allermeisten in Erinnerung geblieben ist, ist ein Abend, an dem wir Frauen alle eingeladen waren, jede Teilnehmerin, wir alle, uns schön zu machen. Und ich habe es so genossen und als so was Urweibliches und Verbindendes empfunden, dieses sich gemeinsam für diesen Abend herzurichten. Und es war so herrlich. Eine Frau hatte ganz viele Ketten dabei und hat gesagt, wer sich von mir eine Kette ausleihen möchte, darf eine haben. Wir haben untereinander Kleider und Klamotten getauscht, uns gegenseitig schön gemacht. Die eine Frau konnte Haare flechten, hat Haare geflochten. Die andere hatte goldene Tattoos dabei und dieses sich gegenseitig schön machen, das war schon so was zutiefst Weibliches. Und dann gemeinsam in einen schön hergerichteten Raum reinzukommen. Und ich habe uns da im Kreis stehen sehen und habe so gespürt, was für eine Energie da drin ist, in dieser Schönheit, der Schönheit einen Wert in sich hat. Und zwar nicht, um für irgendwen anders schön zu sein, sondern einfach sich diese Zeit zu nehmen und dem Aufmerksamkeit zu schenken, Schönheit zu kreieren. Und das war nicht nur an diesem Abend, sondern das hat sich für mich durch dieses ganze Retreat durchgezogen. Der Raum war immer wunderschön dekoriert. Wir hatten immer eine andere schöne Variante, die Teilnehmerin zu jeder Seminarsession zu begrüßen. Es gab immer eine schöne Mitte. Also Schönheit war für mich sehr, sehr greifbar, sehr spürbar. Und die Schönheit, die darin liegt, Dinge mit Achtsamkeit zu tun, das ist auch, was ich für mich mitgenommen habe, nach Hause. Ein Essen liebevoll, achtsam auf dem Teller anzurichten. Mich am Morgen mit Achtsamkeit zu überlegen, wie möchte ich mich heute kleiden, was nährt mich heute. Mir die Zeit zu nehmen, meinen Schreibtisch schön zu dekorieren, eine Kerze anzumachen, einen Blumenstrauß raufzustellen und dass da ganz viel Wert in sich drin liegt. Und auch dieses sich gegenseitig verwöhnen, was in diesem Retreat ganz viel Raum hatte, auch ganz viel uns gegenseitig verwöhnen, berühren, uns gegenseitig Wertschätzung schenken und zu merken, wie Schönheit ganz von alleine durch jede einzelne strömt, sichtbar wird, wenn wir einen Raum haben, wo wir einfach wir selbst sein dürfen, wo unsere Masken abfallen, wo wir uns gesehen fühlen, gehört fühlen, durch liebevolle, absichtslose Berührung einfach wieder sanft werden und schmelzen dürfen und uns wieder fühlen und ganz nah bei uns ankommen. Es war wunderschön zu sehen. Und ganz besonders schätze ich auch Yashodhara's Qualität. Jeder einzelnen Teilnehmerin Raum zu geben, auch ihr persönliches Anliegen zu teilen und wirklich jede Einzelne zu sehen, zu hören, Mitgefühl zu schenken und ja, zu sehen, dass jede Einzelne von uns richtig ist, so wie sie ist. In diesem Sinne kann ich euch ja, herzlich empfehlen, wenn es euch ruft, euch dieses Geschenk zu machen. Dieses Jahr beim Lakshmi Retreat dabei zu sein. Liebe Grüße.